So, die Heidi hat jetzt was zu sagen zu dem Thema, um das es heute am meisten geht und das uns auch am meisten bedroht, und das ist der Krieg. Und ich denke, das wird eine garantiert sehr interessante Angelegenheit, wenn die Heidi was dazu sagt. Danke. Hallo. Geht's euch gut? Ja, danke. Geht's euch gut? Mir nicht. Wisst ihr auch warum? Marc, mach ein bisschen lauter. Lauter? Lauter. Mach ein bisschen lauter, Marc. Bitte lauter. Ich kann jetzt so laut schreien wie der Marc. Jetzt? Ja. Könnt ihr mich jetzt hören? Bisschen lauter. Noch lauter. Also mir geht's überhaupt nicht gut. Weil ich Angst habe. Angst vor einem Scheißkrieg, der hier eigentlich schon seit Jahren hier tobt. Ich habe da ein Zitat gefunden von einem Joachim Sondang. Der Weltkrieg hat unlängst vor vielen Jahren begonnen. Gezüchtete Laborviren, lautlose Killereinheiten, katastrophale Geldsystemkrisen, verängstigte Menschen, ganz gleich, welche Faktoren hier mitspielen. Die Menschheit dezimiert sich vollkommen eigenständig, weil Wesen Mensch Kapitalsklave ist. Zitat Ende. Der Krieg rückt immer näher an uns heran. Und deshalb stehe ich hier jeden Montag seit über 3 Monaten. Ich gehe mit auf den Marsch der Veränderung, der freitags stattfindet. Und wir sind dabei, eine Friedenswerkstatt aufzubauen. Noch können wir was erreichen. Aber verdammt nochmal, ihr müsst auch auf die Straße gehen, ihr müsst aufstehen. Vor allen Dingen die Schlafschafe da draußen, dass die mal endlich aus dem Koma erwachen. War schon ganz schön erschreckend eben das Bombardement, oder? Das war nur ein kleiner Vorgeschmack, wie es bald hier bei uns Realität werden könnte. Wenn ihr es nicht glaubt, dann macht euch mal schlau. Es gibt genug Internetseiten, die unzensiert, neutral und objektiv berichten, was wir in den Mainstream-Medien so nicht gezeigt bekommen. Wir haben auch einen Infostand, da könnt ihr euch gerne informieren. Ich habe jetzt lange überlegt, was soll ich eigentlich jetzt noch zum Thema Krieg erzählen? Weil es ist ja ein unendlich weites Thema. Und da bin ich auf einen Artikel gestoßen. Es gibt eine Internetseite, die heißt Bürgerstimme, Zeit der Veränderung. Und der Bericht ist gestern erst veröffentlicht worden. Den lese ich euch einfach mal vor. Viele werden es vielleicht schon gesehen haben. Da gibt es Mütter in der Ukraine, die sich wehren, die auf die Straße gehen, die Straßen blockieren, weil sie ihre Söhne nicht in den Krieg schicken wollen. Das ist eigentlich eher ein Brief an die Menschheit, den die Ulrike S. da geschrieben hat. Wer sind Sie? Fragt eine ukrainische Mutter zurecht. Warum bringen Sie uns diese Einberufungsbefehle? Lautet eine nächste Frage. Potenzielle Rekruten sollen unter Kontrolle gebracht werden, meint der Vorgesetzte des lokalen Rekrutierungsbüros. Jeder weiß, was das zu bedeuten hat. Krieg. Man braucht Menschen, die sich für diesen opfern. Doch niemand will Krieg. Niemand will, dass Söhne in einem solchen sterben. Niemand ist damit einverstanden, was in Kiews Regierung für selbstverständlich hält. Keiner braucht Anweisungen von oben. Keiner braucht Einberufungsbefehle, die den Tod für Familienangehörige bedeuten können. Bestrafung bei einer Weigerung hin und her. Man kann schließlich nicht Tausende von Wehrdienstverweigern für 5 Jahre ins Gefängnis bringen. Eine solche Kapazität gibt es gar nicht. Hätte ich die Wahl, würde ich ins Gefängnis gehen. In Anbetracht dessen, dass ich entweder mit posttraumatischen Belastungsstörungen kontaminiert, verletzt oder mit einem oder mehreren fehlenden Gliedmaßen oder gar in einem Sarg mit Kuchendekor wiederkehren könnte. Das wären weit härtere Strafen als Gefängnis, da diese lebenslänglich wären.
Oder aber, mein Leben wird auf eine grausame, bestialische Weise beendet. Eine Zwangsrekrutierung, verstößt die nicht gegen die Menschenrechte? Nämlich gegen das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit? Denn wir haben nicht einmal das Recht, uns ungestraft einen möglichen Tod zu verweigern. Wollen wir einem möglichen Tod oder einer körperlichen Verletzung entgehen, so werden wir dafür bestraft. Hallo? Wie pervers und unmenschlich ist das denn? Niemand kann gezwungen werden. Wirklich niemand. Das sollten wir uns alle bewusst machen. Säßen alle im Gefängnis, gäbe es keinen Krieg. Das Volk ist in der Überzahl. Das Volk wacht auf und weigert sich für die Generierung von noch mehr Kapital, von noch mehr Macht, von noch mehr Einschränkungen, von noch mehr Bevormundung herzuhalten. Das Volk will kein Kanonenfutter mehr sein. Das Volk lernt, dass es Macht hat, mehr Macht hat als diejenigen, die meinen, alles steuern und für sich bis in alle Ewigkeiten nutzen zu können. Jedem ist bekannt, dass ein Krieg nur einigen wenigen nutzt. Und es ist offensichtlich, dass nur wenige einen Krieg überhaupt wollen. Das wissen diese Mütter und Väter. Und so verbrennen sie die Einberufungsbefehle ihrer Söhne. Nein, sie wollen nicht, dass ihre Söhne in einem Krieg sterben, den sie nicht wollen, den sie nicht angezettelt und der ihr Land mit Grauen, Entsetzen, Zerstörung und Vernichtung überziehen wird. Das Verbrennen der Einberufungsbefehle ist der symbolische Tod des Krieges. Das ist der symbolische Widerstand des Volkes ohne einen einzigen Verletzten. Das ist die symbolische Entscheidung für den Frieden in der Welt. Was wäre, wenn wir auf diese Mütter hören? Was wäre, wenn sich alle Mütter und Väter an den ukrainischen Müttern ein Beispiel nehmen? Was wäre, wenn sich alle dafür einsetzten, was sie wirklich wollen? Den Frieden auf Erden. Keinen Sohn mehr für einen Krieg. Kein Sohn soll mehr das entsetzliche Gesicht des Krieges sehen. Kein Sohn soll mehr dafür blind gemacht werden, dass er auf einen Bruder schießt. Sind diese Mütter und Väter die Vorboten und die friedlichen Kämpfer für eine weltweite Verweigerung der gesteuerten Kriege? Ist das der Anfang des Zusammenbruchs des Systems der selbsternannten Elite? Denn ohne Krieg keine Gewinne mehr, keine Macht mehr, keine Kontrolle mehr über die Völker. Die Völker spielen nicht mehr mit. Und aus ist das Spiel. Ist das das Licht am Horizont, das bald zu einem warmen Leuchten wird? Dann, wenn keine Söhne und Väter mehr geopfert werden und nicht mehr bluten müssen, für einen Krieg, den sie nicht wollen. Ich danke der Ulrike für diesen tollen Brief. Ja, hier ging es hauptsächlich um, es war ein Bericht aus der Ukraine und da sind halt keine Frauen im Krieg. Und genau so müssen wir das auch machen. Steht endlich auf, werdet wach. Hallo, der Krieg steht vor der Tür. Ich habe hier noch ein Zitat von Bertolt Brecht gefunden. Das kennt fast jeder. Fast. Es gibt auch Leute, die kennen es nicht. Vor allen Dingen kennen sie nicht, wie es weitergeht. Stellt euch vor, es gibt Krieg und keiner geht hin. Das kennt jeder, aber nicht, wie es weitergeht. Dann kommt der Krieg zu euch. Wer zu Hause bleibt, wenn der Kampf beginnt und lässt andere kämpfen für seine Sache, der muss sich vorsehen. Denn wer den Kampf nicht geteilt hat, der wird teilen die Niederlage. Nicht einmal Kampf vermeidet, wer den Kampf vermeiden will. Denn er wird kämpfen für die Sache des Feindes, wer für seine eigene Sache nicht gekämpft hat.
Habt ihr es verstanden oder soll ich es nochmal vorlesen? Ich verstehe das so. Jeder, der es vermeidet, für die Gerechtigkeit und den Frieden, wohlgemerkt friedlich, zu kämpfen und das anderen überlässt, der unterstützt eigentlich die Gegenseite, den Feind. Der unterstützt den Krieg. Darum lasst uns friedlich Widerstand leisten. Lasst uns friedlich kämpfen, indem wir uns verweigern für den Frieden, für mehr Gerechtigkeit und Freiheit. Ich habe da jetzt noch eine kleine Anmerkung. Das betrifft eigentlich die Mahnwache hier in Saarbrücken. Der Friede, der muss ja auch erstmal in uns entstehen, indem wir einander zuhören, uns ernst nehmen und uns gegenseitig unterstützen und helfen und wir nach friedlichen Lösungswegen suchen im zwischenmenschlichen Miteinander. Dann kann sich dieser Frieden weitertragen und wird immer mehr Menschen erreichen. Ich glaube fest daran, dass es möglich ist, in Frieden zu leben. Ich wünsche mir von jedem Einzelnen so viel Eigenverantwortung, sich das bewusst zu machen. Jeden Tag immer wieder von Neuem. Wir hier auf unserer kleinen Mahnwache in Saarbrücken stehen jetzt seit über 3 Monaten hier. Mal sind es mehr Leute, mal sind es weniger Leute. Aber wir sind konstant und entwickeln uns weiter. Wir haben schon etliche Hochs und Tiefs erlebt. Aber auch, dass es einen sehr großen Zusammenhalt hier gibt. Und dafür danke ich unserem Team, die hier das alles auf die Beine stellen. Ich glaube, wir haben schon ein bisschen gelernt, in Frieden miteinander zu leben. Wir schaffen es, auch noch in einem halben Jahr oder in einem Jahr immer noch hier zu stehen. Gehen wir aufeinander zu in friedvoller Absicht. Danke.